Hallo Freunde, wir haben. Nein, nicht ganz, die wurden noch nicht umgestellt. 3:30 Uhr. Ich mache mir jetzt mein Frühstück und mache mich dann auf den Weg nach. Meine 10 Millionen Sachen, ob ich 2 Wochen bleibe? Nein, 3, 4 Tage. Ja, aber es ist halt wirklich sehr schwer für so ein Event Sachen zu packen, deswegen lieber gleich für 7000 Tage packen und an alles denken. Es geht los, endlich, endlich, endlich. So, Freunde, ich bin angekommen, endlich. Relativ gut durchgekommen, wundert mich, bin todmüde, aber egal. Die Freude überragt und wir gehen rein und schauen mal, was uns so erwartet. Tag ich geschafft. Bin jetzt im Hotelzimmer angekommen. Schaut mal, man merkt richtig, dass hier Bodybuilder drin sind. Ja, das Fitness Lifestyle. Und ich bin fix und alle. Mache hier noch eine Mini-Room-Tour. Wir sind zu dritt. Sind jetzt gerade nicht da. Eigentlich noch ein ganz nettes Zimmer. Gefällt mir ganz gut. Und vor allem ein riesen Balkon. Ist cool. War richtig geil. Also wirklich Spaß gemacht. Und bin aber jetzt wirklich, man merkt es, ich bin um 20:04 Uhr losgefahren. Am Limit. Deswegen gehe ich jetzt auch ins Bett, dass ich morgen fit bin. Noch ganze 3 Tage stehen vor mir. Bin mal gespannt, was noch so passieren wird, was wir noch so erleben werden. Und ja, wir sehen uns morgen auf der Febo. So, Tag 2 beginnt. Ist jetzt auch entspannt, ist noch niemand da. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, ist schon viel los. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie der Tag wird. Ich denke, es ist auch noch nicht so viel los sein wie am Wochenende. Aber sicher ein bisschen mehr wie gestern. Und ja, ich nehme mal mit. Inzwischen sind wir zu dritt unterwegs. Kennt ihr bestimmt der Beat 10 on the Flow? Jo Leute, was geht ab? Ich bin jetzt auch zu YouTube-Video drin. Geil. Und ja, nehmen wir jetzt mal mit und schauen, was so in der Halle 4 gibt. So die mega bekannten Marken, so die Newcomer. Mal schauen. Und der trinkt Kraftwerk in den Zellen. Kraftwerk in den Zellen, Azo. Und ja, und? Gut. Der trinkt für die Kraftwerke in den Zellen. Wenn du das trinkst, bist du 25% länger oben. Na ehrlich? Ja?
Ist das warum? 15 Superfrüchte, Vitamin A bis K, fast kein Zucker, fast keine Kalorien. Das ist der Hammer. Hast gehört? Da kriegst du einen Hammer von. So, und somit ist Azu schon wieder bei einer neuen Firma unter Vertrag. Woher kommt hier? Gänse, Schweiz, Schwarzwald, Mörder, Kupfer. Business hier. Guck dir mal an. Ohne Scheiß. Azu kauft auch immer bei Teleshopping über viel ein. Der kann einfach nicht Nein sagen. Und? Ja, ich kann groß branden mit unserem eigenen Logo und Namen. Sollen wir machen? Azus Zaubertrank geht direkt in den Bizeps. Wieder neue Kooperation. Ja. So, an dieser Stelle brechen wir ab, weil Azu hat gerade seine Seele verkauft. So, probieren wir das mal aus. Das Sport, das meine ich nicht. Ich meine, das gibt es hier nicht. Ja, aber es ist dieselbe Marke. Ja, aber ich will Immun nicht sparen. Okay, da halt nicht. Probieren wir doch nicht. Gehen wir weiter. Probieren wir mal Bizeps von meinem Bewegungsmädchen. Ich hab Durst. Oh, der filmt, du Schwuller. Was ist das eigentlich für eine Super Mario Hose da? Chiba. Voll geil. Sieht aus wie ein Hühnchen. That's the fashion of today. Hello. Einfach Interview mit über vielen, mit dem von GN, von Rocker. So ein kurzes Interview. Kaufbereich 10.1 und 2 ist halt schon. Am extremsten. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich einmal neben
Eine Legende zu mir im Leben. Ja. Motivation pur. Motivation pur. Oh mein Gott. Es wird immer krasser. Komplette 5% Kühlstand. Nicht schwer. Dementsprechend bin ich auch kaputt und Kofferraum ist voll, hier ist alles voll mit Geschenken und Goodies. War eine geile Zeit, ziemlich viele Eindrücke, die ich erstmal verarbeiten muss, und wenn ich zu Hause angekommen bin, werde ich auf jeden Fall noch ein Fazit über die Fieber ziehen. Und ja, jetzt muss ich erstmal 5 Stunden nach Hause fahren. In dem Zustand. Wir sehen uns dort. So, Freunde, wir haben inzwischen den Tag danach. Man sieht, ich bin noch ein bisschen müde. Bisschen mitgenommen vom Wochenende, aber es war unglaublich. So viele Eindrücke hat man lange nicht alles verarbeitet. Aber trotzdem ein kleines Fazit zu FIBO. Es lohnt sich auf jeden Fall für die, die noch nie an der FIBO waren, unbedingt mal an die FIBO zu gehen, weil es ist wirklich, man holt sich brutale Motivation, wenn man die ganzen Leute mal live sieht und nicht nur auf den Videos, auf den Bildern. Und selbst für mich bin ich immer sehr motiviert nach der FIBO und passt jetzt gerade super, weil ich noch 7 Wochen zum Wettkampf habe und ich nehme jetzt den FIBO-Schwung mit auf meine Vorbereitung und werde die 7 Wochen mich jetzt vollkommen auf die Vorbereitung fokussieren, weil jetzt steht in nächster Zeit kein Event vor der Tür, deswegen Fokus auf den Wettkampf, auf meine Vorbereitung, dass ich mit der bestmöglichsten Form auf der Bühne stehe und ja, dann mal schauen, was geht. Zum Wettkampf werde ich jetzt bald nochmal ein richtiges Video veröffentlichen, wie und wo und wann ich starte, welche Klasse und so weiter. Aber ja, die FIBO war einfach nur
Mama, ihr habt es bei dem Video gesehen, ihr habt es bestimmt auch schon bei vielen anderen gesehen. Fühlt jeder, der irgendwie nur ein bisschen was mit Fitness zu tun hatte, war da. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, mal wieder riesengroßes Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis nächstes Jahr. Nein, bis nächstes Jahr in der FIBO, aber das Video nächstes Jahr.